Hi Leute, wir haben jetzt hier die Kollegen von Ocean Pure Solution, den Marc, sind mir über den Weg gelaufen. Gestern haben wir schon ein Video aufgenommen, das war tontechnisch nicht ganz so gut, deshalb drehen wir das heute ganz nochmal. Gucken, ob wir das nochmal hinkriegen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, Ocean Pure Solution kennt ihr, habt ihr schon in den diversen Kanälen gesehen. Einmal vom Tobi her, der mit euch auch unten in Bali war, vor Ort war. Aber ihr macht ja nicht nur, ich sage es mal in Anführungszeichen, das für uns, was für uns interessant ist, die Aquaristik bzw. Korallen etc. pp., sondern ihr macht auch sehr viel mehr. Was denn zum Beispiel? Erzähl mal ein bisschen was. Also, Ocean Pure Solutions ist ein Non-Profit-Verein. Und wir setzen uns wirklich ganz speziell jetzt in Bali ein für die Wiederaufforstung von künstlichen Korallenriffen. Wir haben noch ganz, ganz viele andere Projekte. Zum Beispiel, wir machen auch Replanting von Mangroven. Also an den Mangrovenküsten machen wir auch wieder neue Mangroven, setzen da kleine Pflanzen wieder an zum Schutz für die Küstenbewohner. Wir bemühen uns aber auch ganz, ganz sehr stark für die Beach Cleanings, die Sauberkeit. Die haben ein sehr großes Müllproblem, das ist kein Geheimnis in Bali. Ja. Da sind wir wirklich auch sehr bemüht, dass wir auch mit Schulklassen oder mit jungen Leuten halt einfach wirklich uns bemühen, da die Strände sauber zu halten. Also ihr geht im Prinzip an die, ich sag mal, an die Bevölkerung heran und versucht denen da unten einen anderen Weg aufzuzeigen. Auf jeden Fall. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir vor allem sehr viel für die Bevölkerung da an Ort und Stelle machen, für die lokalen Leute und ihnen vor allem so ein bisschen Lösungen zeigen wollen, wie man es machen kann, um natürlich dann später auch Profit aus dem Meer wieder zu gewinnen. Das sage ich jetzt mal, die Fischerei. Dass da durch die Korallenriffe, die künstlichen Korallenriffe, die wir da wieder schaffen, kommen natürlich wieder die Fische zurück an die Riffe. Das heißt, für die Fische ist es dann wieder wirklich möglich, wieder Fische zu fischen, auf konventionelle Art. Natürlich nicht industriell, sondern halt wirklich die lokalen Bevölkerung, dass sie da wieder Fisch haben und wieder was zu essen haben. In erster Linie ist es halt wirklich für die lokalen Leute wichtig, dass sie Essen auf dem Tisch haben, oder? Genau. Wie wird das von denen da unten angenommen? Weil, ich sage es mal ganz doof, ihr greift ja in deren bisherigen Lebensstandard ein bisschen so ein. Also sprich, die eingefahrenen Wege, die da unten haben, sind natürlich vielleicht auch einfacher für die. Wie wird das, diese Veränderung oder das, was ihr unten verändern wollt durch das Know-how, was ihr da einbringt, wie wird das angenommen? Das ist eine sehr gute Frage. Für uns ist es wirklich, wirklich wichtig, dass wir vor allem auch lokale Leute in unser Team mit einschließen. Das heißt, wir haben sehr gute Meeresbiologen in unserem Team, die aber an der Universität in Bali studiert haben, die da wirklich lokale Leute sind. Und die sollen wirklich auch im Kontakt mit der lokalen Bevölkerung sein und die auch in Schulen aufklären, auch die normalen Leute aufklären. Weil für uns ist es wichtig, dass da nicht jetzt irgendwelche Europäer kommen und ihnen quasi in ihr System reinfunken, ihnen sagen, was sie zu tun haben. Ich finde, es soll eine Win-Win-Situation sein. Sie können uns was beibringen, was uns belehren kann, und wir können ihnen etwas beibringen und etwas vielleicht eine Lösung zeigen, wie man das anders lösen könnte. Und so ist es eine schöne Win-Win-Situation für uns alle, denke ich. Hört sich schon mal sehr gut an. Jetzt hast du am Anfang gesagt, die Renaturierung der Riffe hat so ein kleines bisschen auch damit zu tun, dass da unten, hat sie gesagt, Farming betrieben wird. Wie stelle ich mir dieses Farming vor? Was ist das im Endeffekt für mich als Aquarianer? Was habe ich da im Endeffekt von? Und wie wird es da unten betrieben? Okay, also bei uns ist es so, Ocean Pure Solution, wir beziehen unsere Korallenfracks aus diesen Farmen. Das sind normale Nachzuchtkorallen, die wir von ihnen beziehen, dann wieder in das Riff aussetzen. Da gibt es verschiedene Optionen. Da gibt es die sogenannten, unser Projekt ist jetzt die Coral Corns, nennen wir das. Das sind so sogenannte Spider. Ja. Die werden dann bestückt mit Coralfracks, meistens Acroporas. Die wachsen und gedeihen dann. Nach einer gewissen Zeit sieht das dann ziemlich cool aus. Das sind dann so die
die künstlichen Riffe, die das gibt. Mhm. Dann werden wir zu Zeit werden wir diese künstlichen Riffe werden wir wieder fragmentieren. Ja. Und dann werden wir mit diesen Frags wieder neue Tische oder neue Coral Corns wieder replanten, also wieder aufstocken. Genau. Yep. Das gibt dann so einen Selbstläufer. Ja, genau. Ganz genau. Braucht natürlich Zeit. Wir alle wissen, dass gerade bei den Steinkorallen das Wachstum nicht ganz so schnell ist. Ja. Über welchen Zeitraum reden wir denn da so ungefähr? Also bei uns ist es so, wir sind, unser Team ist da alle 2-3 Monate, sind einige von uns im Team da an Ort und Stelle. Mhm. Wir haben aber auch gerade die lokalen Leute, die sind da immer wirklich in der Woche 1-3 Mal an Ort und Stelle, säubern da diese Cones, schauen auch irgendwie, sind da abgestorbene Korallen, tun die wieder replacen, also das heißt wieder auswechseln. Das ist natürlich schon eine lange Zeit, das kann man so nicht sagen. Ne? Das gibt immer wieder Ausfälle, das gibt es halt einfach in der freien Natur. Wir sind auch nicht geschützt von der halt naturellen Korallenbleiche, die da mal wieder kommen kann. Aber da reden wir halt schon von, ich sage mal, 1-5 Jahren, bis da wirklich mal ein schönes Riff gewachsen ist, oder? Das ist aber schon ein Zeitraum, der in meinen Augen recht überschaubar ist. Weil da hatte ich jetzt, ich sage, wir blenden hier und da mal was von den entsprechenden Projekten ein, damit ihr da draußen mal seht, worum es tatsächlich geht. Mhm. Aber 3-5 Jahre, das ist eine gute Zeit. Also finde ich für Wachstum, also ihr selber wisst, wenn ein Becken gut läuft, wie es dann am Anfang aussah und wie es nach 3-5 Jahren dann aussieht. Also man muss natürlich immer daran denken, was will man? Wir schaffen keinen Barriereriff. Also wir werden da kein Great Barrier Reef mehr schaffen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, die kleinen Dinge ist ja mal der Anfang. Mhm. Und es ist auch wirklich schon spürbar, wenn unsere Taucher und unser Team da draußen ist, dass da die Fische schon wieder zurückkommen. Also da kommen die kleinen Fische zurück, die haben schon wieder ihr Zuhause. Okay, das sind im Prinzip dann Inseln, die er schafft. Ganz genau. Und das sind ja kleine, im Moment noch kleine Lebensräume, die immer größer und größer zu einem großen Lebensraum wachsen können. Mhm. Und natürlich braucht das Zeit. Ja. Aber ich bin da voll überzeugt, dass wenn wir jetzt damit andocken, dass das Ganze eine schöne große Sache werden kann. Wenn es dann, wie du schon sagtest, Korallenbleiche etc. dann nicht dann zuschlägt, das würde dann natürlich wieder alles zunichte machen. Ne? Auf jeden Fall, aber das ist Natur. Da hängt man nicht drin, aber das kennt man ja alles auch, sag jetzt mal, aus dem Aquariumbereich auch. Genau. Ja, cool. Aber sonst noch was? Haben wir irgendwas vergessen? Nein. Ich glaube auch nicht. Ne? Ihr dürft natürlich auch sehr gerne spenden. Ihr dürft natürlich sehr gerne uns besuchen auf www.oceanpuresolutions.com. Blende ich euch mit ein, ist unten in der entsprechenden Beschreibung. Da kann man unsere Projekte auch sehr gerne nochmals ausführlicher nachlesen, was wir tun, an welchen Orten wir in Bali sind. Man darf uns natürlich auch sehr gerne besuchen kommen, wenn man mal in Bali ist. Und sonst einfach bitte schaut doch mal rein und wenn ihr was Gutes tun wollt, gerade in der Meeresaquaristik, wir würden uns freuen um jeden Cent. Spendet uns mit ein, Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung. Und vielen Dank für das Interview. Ich danke dir. Vielen Dank. Tschüss, Leute. Bye, bye.